Hallöchen, da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich hoffe mal, es geht euch blendend, hervorragend, gut. Alle positiven Wörter, die es so gibt in jeder Sprache. Und ich hatte ganz vergessen, wir hatten ja von Arcane Studios zuletzt Prey gespielt. Da fiel mir ein, es gibt ja noch ein anderes Game von Arcane Studios, von Bethesda, nämlich Dishonored. Ich habe das mal vor Ewigkeiten angefangen, als es rauskam. Ich glaube sogar auf der Xbox, ich bin mir nicht mehr sicher. Fand das Spiel eigentlich ganz interessant, hab's aber abgebrochen, warum auch immer. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr haufenweise Spiele habt und dann kommt irgendwie eins um die Ecke so, oh, Digga, Spiel, das ist mega. Ja, fiel es leider so ein bisschen hinten runter und es gibt da mittlerweile, ich glaube, 3 Teile, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben Dishonored, Dishonored 2. Und dann haben wir Dishonored Death of an Outsider, heißt es, glaube ich. Mich würden die Spiele absolut nochmal interessieren, durchzudaddeln, weil ich habe nur wirklich Positives darüber gehört. Vor allem Dishonored 2 soll sehr gut sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen uns erstmal Dishonored 2 vor. 1 vor, Entschuldigung. Und das ist die Game of the Year Edition oder wie es so schön heißt, keine Ahnung. Da ist das Hauptspiel drin mit den DLCs, die es dazu gibt. Wir starten natürlich erstmal das Hauptspiel und steigen danach in die DLCs ein, ne, üblicherweise. Weil ich kenne die Spielmechaniken noch nicht, ich kenne die Hauptstory noch nicht, deswegen macht es immer Sinn, erstmal das Hauptspiel zu spielen. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel auf normal, würde ich sagen. Ist das so der Unterschied? Ich meine, die Schwierigkeitsgrade kenne ich, aber... eine gesteigerte Prüfung für erfahrene Spieler. Gegner bewirken erhöhten Schaden und nehmen die schneller wahr. Eine extrem schwere Stufe für sehr erfahrene Spieler. Gegner bewirken extrem hohen Schaden, sind höchst aufmerksam und Tränke haben geringe Wirkung. Okay. Ich würde es, glaube ich, auf normal angehen, da ich jetzt keine Lust habe, das Let's Play unnötig in die Länge zu strecken wegen dem Schwierigkeitsgrad, da ich das Spiel nicht so gut kenne wie andere Games, die ich etliche Male durchgespielt habe. Also, keine Ahnung, bei Resident Evil 2 nehme ich auch gerne den schwersten Schwierigkeitsgrad, passt schon. Aber hier sagen wir erstmal normal. Helligkeit. Ist das dunkelste Symbol gerade noch zu erkennen? Ja, das passt. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden bisherige automatisch gespeichert. Ja. Okay, let's go. Combo. Gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradeweg zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Soweit ich weiß, Corvo sind wir. Fluch, schwarze Mann. Alles Aberglaube. Kleine Sekunde kurz. Ja. Okay. Alles fein. Muss nur kurz was checken. Sorry für die Unterbrechung. Ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht. Vielleicht. Zeiten.
Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Was für eine Seuche geht es hier? Wagen über Fragen. Ich mag aber das Design jetzt schon der Charaktere. Die wirken nämlich so ein bisschen unproportional. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Ja, jetzt werden wir noch. Ah, das ist ja geil. Endlich zu Hause. Genau, Corvo, das sind wir. Das weiß ich auch noch. Oh. Anfang habe ich noch grob auf dem Schirm, auch dass man fliehen muss, glaube ich. Aber weiter hatte ich, glaube ich, nicht gespielt. Gute Reise gehabt, Sir. Ja, geht so. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Da ist er. Gute Reise, Sir. Ja, so weit, so gut, ne? Hallo, Sir. Ihre Majestät wartet im Pavillon. Dunwall Tower. Corvo, du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Na gut, legen wir los. Gut, los geht's. Man muss natürlich bedenken, das Spiel ist schon etwas älter, deswegen ist die Grafik jetzt nicht state of the art. Ich zähle und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleib in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Wenn du Q oder E drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen und die Lage erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Ja, was ich noch auf dem Schirm hatte, ist Dishonored, das ist nicht wirklich ein reines Action-Spiel. Also wir haben Waffen, soweit ich das noch weiß, irgendwie ein Dolch oder so. Und Pistolen gibt's auch. Aber es wird mehr Wert auf Stealth gelegt. Also das Stealth steht eindeutig im Vordergrund, ähnlich wie es bei Splinter Cell ist. Und hier ist es wahrscheinlich auch der Fall. Also wir werden viel verstecken. Und Ziel verstecken und Gegner ablenken wahrscheinlich. Ich finde dich jedes Mal. Hier? Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Folge mir, Corvo. Zu nah nutze die Umgebung, dich vor Emily zu verstecken. Na los, mach schon. Ich bin direkt hinter dir, Emily. Lady Emily. Entschuldigung. Wie unhöflich von mir. Die ganzen Klamotten sind sehr stark angelehnt an England. Daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen.
Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Der Herr Oberaufseher. Ich weiß nicht. Sieht das wie Campbell aus? Sieht ihm schon dezent ähnlich. Sie empfängt sie gleich. Kennst du meine Nichte Callista? Sie wird mit jedem Jahr hübscher. Hallo, mein Herr. Hallo. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Zu früh, was soll das denn heißen? Ich bin just in time. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Nehmen Sie dies. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sieh! Hallo? Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Das sind Assassinen! Drücke die linke Maustaste für einen Angriff mit rechts oder rechte Maustaste für einen Angriff mit links, wenn du eine Waffe oder eine Kraft bereithältst. Emily, hierher! Alte Steuerung links gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist. Steuerung links. Ja, alles klar. Vorsicht! No. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Kein Problem. Meine Kaiserin. Wow! Nicht schon wieder. Mama! Nein! Ich kann nichts machen. Alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ey, ist es nicht das, wonach es aussieht? Kaiserin getötet. Ich war das nicht. Jetzt. Ich Was hab sie. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ich hab sie beschützt. Eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Das ist ziemlich gemein. Wie das nicht umsonst dishonored. Entehrt. 6 Monate sind vergangen, seit sich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily gewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Chance,
Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Wenn da aber nicht eine Bombe drin ist. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Ey, diese Aussage. Der Lokus. Ja. Finde ich vom Storytelling-Ansatz am Anfang schon so ein bisschen fail, weil, ey, der Böse enthüllt uns seinen diabolischen Plan. Rot. Ey, da war ja ein Schlüssel drin. Das sollte aber nicht der Fall sein. Anonyme Nachricht, Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Okay. Na dann. Zeit für einen Gefängnisausbruch. Ich wollte deine Elixierration kaufen. Du wirst so ein Hit kaufen. So viele Leute zu der Hinrichtung worden. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter. Brenn dieses Loch nieder. Echt ist frei. Viel Glück. Genau. Und gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du linke Maustaste drückst. Oder du schleichst dich von hinten an und hältst Steuerung links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weihern zu tun bekommst. Manche Personen, die dir wohlgesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Ja, also entweder töten oder bewusstlos machen. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Hilfe! Umzingelt ihn! Was? Das hat nicht so gut geklappt. Oh Gott. Ein Gesundheitselixier mit R. Ah, hochklettern. Nom. Pistole, jawohl. Thank you.
sofortige Hinrichtung dazu. Hilf mir das! Personal und Bürgerinnen des Rechner genehmigen besucht werden. Tja, ich glaube, lautlos hier rausschleichen hat wohl nicht so gut geklappt. Aber die Animation, guck mal hier, nimmt das nach vorne und hier nimmt das zur Seite. Es ist zwar ein Stealth-Spiel, aber ich meine, wir haben ja Waffen, also können wir sie ja auch einsetzen, aber... Ach ja. Verhörzimmer. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelnen. Halte F gedrückt, um das Schlüsselloch zu gucken. Okay. Niemand hier. Da haben sie mich gefoltert, die Schweine. Ist das meine Waffe? Aber irgendwie ein ganz normales Schwert. Das was. Anweisung des wachhabenden Offiziers zu Corvos Verhör. Corvo Atano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lord Regent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lord Regent wünscht, ist ihr Kopf der Nächste, der rollt. Harsche Worte. Audiographe, was? Tagebuch verwendest? Viele. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Dort kannst du deine Missionsziele einsehen und dich entscheiden, welche du verfolgen möchtest. Missionshinweise und Informationen über deine Ausrüstung lesen sowie deine übernatürlichen Kräfte verwalten. Drücke auf die Registerkarte, um den Bereich zu wechseln. Ja, okay. Finde den Sprengsatz, nimm den Sprengsatz. Missionshinweise gibt es keine, Missionsgegenstände auch nicht. Notizen, Inventar. Münze habe ich 157. Gesundheitselixier. Hören wir das uns mal an. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Definitiv nicht, nein. Da ist die Bombe. Auszug aus einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. What? Kinderermordung, Alter. Richtig, richtig fies. Können wir das zumachen? Ja. Mit F fallen lassen.
dem Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern sehen. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ha? War wohl nur der Wind. Wie alt war nochmal deine Schwester? Als Maul. Ungeziefer. Die haben die Ratten einfach zertreten. Dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Dieser dreckige Abschaum. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Irgendwas Unheimliches gesehen? Verzieh dich. Corvos Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann's kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Ich mochte sie auch, bis ihr sie umgebracht habt, die Bastarde. Türsteuerung, Gang verlassen. Bleibt er jetzt da stehen oder tut er noch sich irgendwas? Schon müde? Was jetzt? Kann ich hier rübersteigen? Na verdammt! Du hast einen Gegner gerade durch den perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Drücke jetzt linke Maustaste, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Munition ist leer. Scheiße, ich bin tot. Wie hat er mich gerade genannt? Bastard.
Corvos Hinrichtung. Na gut, nochmal. Richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann's kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Ich muss hier rein. Dann den Typen überwältigen. Komm ich hier nicht schon? Komm ich hier nicht durch? Ja. Huch. Hier ist er! Haltet ihn im Auge! Das war so nicht geplant. Morgige Hinrichtung schafft Luft. Eingeteilten Personal und Trägern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Oh, ich habe ihnen den Arm abgeschnitten. Hab nicht gewusst, dass das Spiel so brutal ist. Und ich frag mich die ganze Zeit, warum kann ich denn nicht ballern? Ja, weil ich keine Munition mehr habe. Jetzt habe ich Munition. Erstmal was snacken. Ich wollte Stealthy hier rein, hat nicht geklappt. Nimm das! War halt so. Wow, das war. Knarre ist halt super mächtig. Das ist ein One-Hit-Kill. Zumindest aktuell ist es noch der Fall, aber Munition ist eher Mangelware. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss ich habe. 3, ja. What? Okay, wir sind raus. In die Kanalisation gehen, ja. Ich denke mal, wir sind hier fertig. Auf der Flucht. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Coldridge ermöglicht. Wenn du den Fluss Renhaven erreichen kannst, wollen sie dir bei der nächsten Aufgabe helfen. Okay. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Notiz eines Freundes, Corvo. Wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Kannst nicht öffnen. Bis jetzt. Rüberklettern. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Ich krieg dezente Blacktail-Vibes. Alter. Die nagen die wirklich komplett tot. The fuck? Bei Blacktail sieht man das nicht so wirklich, weil die Rattenschwärme alles vertilgen, aber hier, Alter. Guck mal hier, alles wegsnacken. Okay, vor den Ratten sollte ich vielleicht aufpassen. Nicht, dass mir das gleiche passiert. Versteckte Ausrüstung.
ins Wasser. Das ist die beste Alternative. Nehmen Sie mal mit, falls Ratten auftauchen. Kann ich sie damit ablenken. Ich weiß nicht, ob der Körper nicht riesig schwer wird auf Dauer. Er wird mein neuer bester Freund hier unten. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Die schmeißen da Leichen rein, damit die Ratten sich vergnügen. Okay, da sind noch mehr Leichen. Um die Ratten abzulenken. So, jetzt schnell. Okay, wird gespeichert. Klettere Ketten hinauf, indem du auf sie springst oder F drückst, wenn du daneben stehst. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starten bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Steht hier? No one will keep us from death. Cannot kill the red plague. Achso, weil es doch hieß, die Leute wären krank und eine Seuche kursiert. Geht es jetzt um die Pest? Das hört sich nämlich sehr stark danach an. Au. Das tat weh. Projektilwerfer. Werfer entladen, das war auch eine Falle. Wollte wohl jemand sein Hab und Gut schützen. Verständlich. Gott, ja. Deswegen stehen hier die Flaschen. Ich sehe die Seile nicht. Ah, da hinten. Okay, ich muss aufpassen. Aber ich glaube, ich sehe hier keine Fallen mehr. Oh Gott. Seien Sie gegrüßt, Corvo, oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und waren Kaisern einer Gruppe von Kaisertreuen, die sehr gerne mit sich mit Ihnen treffen würde. Was? Die sich gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt. Material Insel hergestellt. Und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre. Die in den Wranhaven führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Spezialausrüstung. Nice. Eine Armbrust. Geil. Das ist eine geile Klinge. Nice. Gut. Was hätten wir? Ah.
Hier, mittlere Maustaste, dann kann ich wechseln. Armbrust. Betäubungsbolzen haben wir. Wir haben noch eine Pistole. Brandbolzen und normale Armbrustbolzen. 1, 2, 3 und 4 können wir es auch wechseln. Okay. Und das Schwert haben wir sowieso. Ah, okay, verstehe. Yeah, hat geklappt. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Was? Solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Jellys Anteil. Hm? Tresor. Ich kenne die Kombination nicht. Ist die hier irgendwo? Geht die hier irgendwo vielleicht? Aha. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wo der Code hier sein soll. Ah, warte mal. 415. Haha. Hm? Ach, 451. Entschuldigung. Jawohl. Juwelierkästchen der Morays. 50 Münzen und eine Heilung. Geil. Auf dich! Kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Doch gehört, um zu erfahren, wie du deinen Falkenangriff ausführen kannst. Was war das? Lass dich von oben auf einen Gegner herabfallen und drücke linke Maustaste kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Ah. Geilo. Okay. Aber ich würde gut gelaunt sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Dishonored. Hier sind wir erstmal am Ende angelangt der ersten Episode und ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr bei diesem Spiel von Arcane Studios mit dabei seid. Ich hab mega Bock. Fühlt sich echt gut an, das Spiel. Bin nochmal sehr gespannt, was es mit dieser Maske auf sich hat. Ich glaube, die bekommen wir wesentlich später. Ich habe so, glaube ich, grob 2 Stunden vielleicht gespielt, maximal 3. Aber weiter weiß ich auch nicht mehr. Aber mal gucken. Ich bin schon sehr gespannt. Doch, habe ich Bock drauf. Ein gutes Stealth-Spiel, auch wenn ich nicht gerade stealthy unterwegs bin, aber ja, es kommt ja noch einiges. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.